Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Age of Wonders 3. Ja, immer noch sind wir mit dem kleinen Myanmar Lichtbringer hier unterwegs und haben eigentlich das große Ziel, den hier unten ein bisschen zu ärgern. Hier ist seine Hauptstadt. Und ja, die Überlegung ist halt, wie kommen wir am ehesten dahin? Ich glaube, da wir hier niemanden abziehen können, zumindest nicht nach oben, weil es dann halt gleich wieder nachrutscht, hier noch produziert wird. Hier, ja gut, die habe ich freigestellt, die sollen auch so bleiben, die kann ich nicht halten. Und ja, aktuell vom Geld her sieht es auch nicht so aus, als wenn wir weiterkämen. Würde ich vorschlagen, dass wir Sneaky Peaky wirklich mit den Truppen dann ein bisschen runterziehen, wenn ihr das schön bewacht hier. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal genug zusammen haben, um da weiterzukommen. So. Dich nehmen wir dann nächste Runde an. Habe ich jetzt gerade weggeklickt. Geht das so? Ja, geht auch so. Alles klar. Dann haben wir ihn jetzt schon angenommen. Auch der ist der Happy Hippo. Sehr niedrig. Warum? Einheit ist auf verhassten Gelände und ist total erschöpft. Okay. Das heißt, wir müssen dich erstmal ein bisschen integrieren, damit du dann auch ein wenig glücklicher bist und mir nicht gleich davon rennst. So. Machen wir das. Der Rest für später. Ja. Erstmal du dahin und du dahin. Seid ihr insgesamt glücklich, kein Wunder. Viel weiter werden wir da auch aktuell nicht kommen, der Stufe 3 hier, ne? Ja gut, mit der Gruppe könnten wir es packen, wenn die sich noch ein bisschen erholt. Das heißt, mal anders ausgedrückt, du kannst schon da hingehen. Ironischerweise wirst du zu einer Wache. Fällt mir ehrlich gesagt nicht ganz. Ein Succubus kann ich halt mal schnell opfern, mach mal lieber so rum. Okay, besser. Für Skrövogok. Ja, bauen wir langsam alles aus. Eine Armee benötigt Befehle, genau. Ich überlege gerade, wie wir es machen. Weißt du was? Du kommst mal hier. Und ihr schiebt quasi Wache, bis wir hier schon viele Drachen haben. Ja. So, was ist hiermit? Mhm. Das sollte kein Problem darstellen. Okay. Zack, da gehst du mal. Ja, machen trotzdem manuellen Kampf. Wir wollen ja nichts verlieren. Bisher haben wir ja quasi, wenn wir es verloren haben, immer was Bestes auch gewonnen. Warum auch immer die jetzt warten mögen, sei mal dahingestellt. So viele. Ja gut, sei nur einmal, oder? Ich kann bis zu dreimal, okay. Das ist dreimal. Aber dann verbraucht ihr euren Schutz, wenn ihr das macht. Deswegen muss ich mich schon verteidigen hier. Stürmt zwar vor. Aber immer mit dem Blick darauf, dass wir den mehr tun können als die uns. Gut, du stehst natürlich so unwünscht. Hier steht sowieso unwünscht. Okay. Wir werden hier. Nicht, dass wir es verlieren sollen. Ihr habt nur einen Schuss. Ja, okay, das schlucken wir alle. Das ist gewollt und schön. Oh, guck mal da, du stehst ja nah genug, um dich zu bezaubern. Hat widerstanden, aber okay. Sei es drum. Machen wir die Bewegungspunkte weg. Das kann ich nicht.
könnte das auch bekehren. Auch widerstanden. Zwei Schläge mit 2. Ja, könnte auch. So, ihr seid mir am nächsten angenehm. Und darum. So, Cherubin, du kannst auf den. Der dürfte sich nicht mehr wehren können. Ich will jetzt nicht falsch ändern. Okay. Ihr könnt jetzt auch nicht viel machen. So, jetzt ist nur die Frage, wer farmt jetzt den Kill? Gucken wir mal hier irgendwo die Helfer. So, jetzt müssen wir mal schauen. Einschlag. So. Oder 7, 13, 16. Ja, das ist mir auch so. So, was bekommen wir? Ein Schreckspinnei, okay, nehmen wir. Du hast schon ein Reittier, die Frage ist, wer hat noch keins? Was ist denn das Schönes? Ein Pet. Alles klar. So, jetzt müssen wir nur jemanden finden. Können wir das sehen? Der noch. Ha! Das wollte ich noch gar nicht so direkt. Okay, gut, was soll's. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob der schon eins hat. Ich dachte, wenn ich draufklicke, dann öffnet sich sein Menü. In dem war, wie wir gesehen haben, nicht so. So, wir versuchen jetzt als nächstes hier hinzukommen. Ich würde gerne sehen, wie ihr dazu laufen würdet. Auch das kam unerwartet. Ja gut, wir können jetzt nur hier rüber abkürzen. Wäre es sogar besser. Ruhe spielen wollen wir nicht. Nee. Verbessert euren Helden, das machen wir doch gerne. Zaubererjäger. Allein in der Mehrheiten. Aber ich mag eher so Sachen, die immer funktionieren, die so unglaublich spezifistisch sind. Kammerjägertrupp. Spezifistisch auch ein geiles Wort, ergibt keinen Sinn. Okay, was haben wir hier? Schmiedeschürze? Nehmen wir das. Wir haben noch 3 Punkte. Stellt beim Verbunden. Ist auch schön, das ist auch schön. Haben wir für 3 noch was, was Schönes? Ne. Das warten wir erstmal ab. Boah, war das schon so immer so überbelichtet? Sieht so extrem hell aus. So, ihr solltet ja ohne Verluste das hinkriegen. Ganz dreist, ich bin erwartet, dass ihr euch. Und du hast noch die meiste Bewegung. Wow, trotzdem HP-technisch nicht ganz so gut laufen, wie ich wollte. Ohne Verluste, okay, ist erfüllt, aber nicht auf die Weise, die es mir gefallen hätte. Noch ein Banditenlager. So, eine Armee will noch Befehle haben. Allerdings wartet ihr noch einen Zug, bis auf mehr Spitzzeit. Du wirst erstmal zu einer Gebietswache. Okay. Farbsuchung verbessert. Stufe 3. Was haben wir? Unverschämtes Glück, naja. Glücksklee-Wiesen in den Gebieten von Halblingstädten erzeugen einige Sachen mehr. Es ist natürlich die Frage, ob ich jemals eine Glücksklee-Wiese hier gesehen habe überhaupt. Ich weiß, wie die aussieht. Da war eine. Oh. Das ist Glücksklee. Wenn die Stadt sich ausbreitet oder hier eine in der Nähe wäre. Okay, was denke ich nach? Dass wir die Atroide brauchen und nicht daher nehmen wir das. So, ja, du brauchst es eigentlich nicht, ne? War klar. So, kann ich mal durch meine Helden scrollen? Ja, hier war das. Sehen wir noch kein Reittier hat. Freya der Stern. Okay.
Befreier der Stern, du bekommst jetzt was. Da. Viel Spaß damit. Also ehrlich gesagt möchte ich nicht so laufen, wie das hier steht. Ist mir einfach zu gefährlich, so nah daran. Wenn uns das letzte Mal passiert war. Okay. So, Sieg ist sehr wahrscheinlich. Wir machen trotzdem aber manuell, da viele kleine Trüppchen auch Schaden machen können. So, ihr könnt alle schießen. Das ist ein Assassin. Du kannst nicht schießen, aber du machst von hinten erst massiv Schaden. Eigentlich natürlich das, was sie machen, der schlechteste Zug. Obwohl, nee, von der Ferne, nee, ist gar nicht so schlecht. Magen kann ernsthaft ein Problem zu machen. So, kommt ihr bis ran? Nee, ihr seid verkuppelt worden. Okay, du kämst bis ran, aber dann wärst du mit deinem Latein auch schon am Ende. Laufen könnt ihr eh bis zum Gärtner durch eure einmalige Fähigkeit. Das heißt, das hilft mir jetzt nichts, wenn ich darauf plädiere. So, ein Assassin zu haben wäre auch schon schön, ne? Da haben wir einen. So, guck mal, du lebst jetzt gefährlich, ich weiß. Wie kriegst du den? Oh. Schön. So, du kannst ein wenig den blocken. Ja gut, ihr könnt trotzdem immer alle vorbei rennen. Wenn ich so wirklich abwehren kann, ich euch nur, indem ich euch töte. Ich bin einfach verzichtet zu Not. Da muss man so sehr nachdenken, wenn man den spielt. Auf die Bogenschützen? Nein? Ich habe versucht zu viel mit helfen, okay? Was will die hin? 6, 8. Plus 4 nochmal sind 12. So 12 bis 20. Im Durchschnitt 16 mal 2 wären 32. Statistisch mir zu unsicher. Ja, wir haben auch keine Alternative. Ich brauche den Punkt. Gut, dann. Bogenschützen, ihr seid noch nicht hoch im Rang. Oder wir wünschen. So, du machst Ähnliches bitte mit denen. Naja, das war doch gut gelaufen. Da haben wir doch bald automatisch eine neue Truppe zusammen. Ich versuch's wieder mit automatisch. Wen haben wir verloren? Ein Halblingbauer, okay. Ja, wie gesagt, ich bin auch nicht ganz so sicher, wie das System berechnet. Ich habe auch so das Gefühl, das werde ich in nächster Zeit nicht rauskriegen. So, Quelle des Lebens. Ein Read finde ich jetzt. Okay. Nicht erkundet. Ist aber eigentlich machbar für euch, oder? Ja. Oh! Sie hat es geschafft! Erwachsene Schockschlange. Kann, glaube ich, sogar noch zur Königsschubschlange werden. So, damit massive Heldenbefördung, wie ich gerade sehe. So, was kriegst du denn alles? Du bist ein toller Seelsorger, habe ich gehört. Und du... Heilung? Was macht das immer? Bekehren. Zack. Wenn ich das sehe, sofort ruf. So, wenn ich jetzt ein paar Punkte übrig habe, hier,
kriegst du mal ein bisschen mehr davon. Aha. Nachhaltige Kriegsführung kriegst du später. Brauchen wir. Bei dir hingegen darf ich mich schön ausgeben hier. Hast auch nicht so viel, was mir gefällt, ne? Also für dich selbst schon, aber nichts, was die Gruppe so wirklich verbessert. Ha. Aber jetzt halt ein Vernichter der Fromm, ja. Besser als nix. Den Rest warte ich lieber ab, den finde ich jetzt noch nicht so gut. Okay. Euch haben wir gesagt, ihr sollt hier kämpfen. Das machen wir auch. Das haben wir genau. Ich traue euch das jetzt mal zu, bitte nicht zu sehr enttäuschen. So geil. Ach, deine Sonnenscheibe, die du hast, die ist ein großes Problem. Warst du super glücklich. So, das Lustige ist, egal wie ich mich stelle, mit der Sonnenscheibe trifft er meistens zwei, wenn ich mich richtig doof anstelle. Ich habe noch keine Strategie gefunden, wie ich das gut unterbinden könnte. Ganz ehrlich, ich nutze es ja sonst nicht, aber in dem Fall. Schon so ein Schild ist wirklich nervig, das ist so ein harter Buff. So, ich denke nicht, dass er sich jetzt zustellen kann, dass er nicht baut. Die Linie, er könnte glaube ich nur zwei treffen. Oh, er geht jetzt direkt in Kampf. Also gut, die Sphinx auf Stufe 3 gerechtigt. Hand des Ruhms macht Verscheinung, wenn ich weiß. Aha, brauche ich nicht. Ist mir auch zu schlecht. Dann nehme ich dann lieber doch das Gold. So, legendär. Wir können ja mal reinschauen. Mach noch eine Beförderung. Magieaffinität war ja doch gerade. Wo war es da? Ja. So, drei übrig. Da können wir auch mal hier was wieder verbessern. So. Nochmal schauen. Oh, nee, danke. Ich werde das höchstwahrscheinlich. Würde. Entschuldigung, Konjunktiv, ich hab's nicht vorzutun. Ich würde es höchstwahrscheinlich gewinnen. Aber mit so. Verlusten halt. So, du rennst immer noch den hinterher, okay. Ich will dich aber auch nicht alleine sterben lassen. Niederlage ist sehr wahrscheinlich, weil ihr alleine steht und da kommt eine Gruppe. Was habt ihr denn?
Ich schenke sie euch. Oh ja, stimmt, meine geweihte Stätten wird es verstärken. Verstreuen, das ist nicht schön. Verstärken wir mal wieder. So, wo? Nein. Buch der Wunder? Ne, das sind alle Zauber, ne? Ah ne, das ist quasi, wenn wir so wollen, die Wikipedia, die Enzyklopädie. Hier sind wir richtig. Einheiten und Städte erleiden keine Gelände. Okay. Ihr habt die Meistergilde fertig. Das ist nett. Tun wir was Besonderes fürs Wachstum. So, damit ihr nicht auf die Nerven geht. Das ist noch nicht zu unterschätzen, ne? Die können wir verführen. Ich dachte, die ist gültig, aber ja, verführen können. Genau. Das heißt, wir müssen euch quasi sofort killen. Das ist eh nicht möglich. So, 7 bis 11. Wir müssen eh sowieso nachkaufen. Allein schon um ihre Bewegungspunkte wegzumachen. Verspotten bringt mir aus dem Grund nichts, weil meine Einheit jetzt schon. Ja. 9 bis 13 reicht nicht, wenn ich es dazu mache. Okay, wäre auch erledigt. Wollen wir hier ein bisschen erkunden oder nicht? Die kleine Lücke hier könnten wir auch mal aufdecken, aber da ist eh nichts Wichtiges drin. Nee, brauchen wir nicht extra hinlatschen. Jetzt muss ich mal schauen, das kriegen wir gefarmt. Kriegen wir auch gefarmt. Müssen wir jetzt ein bisschen erholen erstmal. Vorstellen, aber okay, ich nehme es mal hin und behaupte, der Rechner rechnet besser als ich. Ach, geht's wieder los. Halleluja. Irgendwann, Leute, irgendwann hole ich euch. Dann geht's los. Hey, warum habe ich keinen Frostdrachenschutz? Ah, weil ich blind bin und so unten steht. Okay, Entschuldigung.
okay, sieht gut genug aus. Gnade, das ist mir gut. Oh, stimmt, die kann ich ja sogar so halten. Jetzt machen wir also hier das Lager weg. Lager sind nämlich immer nervig. Ja gut, für die Diebeskutte habe ich keine Verwendung. Die verkaufen wir dann separat einfach. Nein, Verkauf. Gut, nehmen wir es erstmal auf, um sie dann zu verkaufen. Sehr lächerlich, aber egal. Du kannst dich sogar bewegen. Sehr nett. Schatzung, nach Erkundung, Gebiet und so weiter und so weiter. Standardtext bitte hier einfügen. Brauche ich nicht. Brauche ich wirklich weg damit. So, jetzt haben wir haufenweise Leute quasi. Hier ist alles ausgebaut, soweit ich weiß. Ist auch so. Hier baut man gerade, soweit ich weiß, baut man auch. Ja. Okay. Ja, ihr bleibt immer noch hier. Ihr müsst warten, weil ich euch nicht alleine traue, wegzuschicken. Nein. So, euch bringen wir noch mehr Wachstum bei. Er hat seine Leute bloß zusammengezogen, das ist ein Trick. Obwohl ich die vielleicht sogar schaffen würde. Deswegen, wir gehen mal ins Gebirge, da kommt er nicht hinterher. Ich habe glaube ich am nächsten Zauberbuch, um den ein bisschen zu ärgern. Zauberbuch, Zauberbuch, er ist irgendwo da. Weite Städten, nein, 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 alles nur defensiv, wie es zum Kleriker auch mehr oder weniger passt. Was wir aber nochmal schauen können, ist doch unser Zauber jetzt irgendwie verstärkt wurde. Ich habe es nämlich nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Ah, okay, da ist die Integrität und ich kann noch 50 mal machen erstmal. Klar, jetzt maximal, das macht Sinn. Da hat sich irgendwie die Grafik gerade ein bisschen überladen. Was hatten wir hier? Kriegen wir auch hin. So, ein bisschen Wissenschaft. Da kommt zum Tempel, den kriegen wir garantiert nicht hin. Euch würde ich hinbekommen. Mache ich, müsste vom Berg laufen. Hier sind. Wo ihr meint, dass das kürzer wäre? Glaube ich euch nicht. Müsste genauso lang sein. So, dann kann ich eine Liste auftauchen. Wird auch ein Stellungskrieg. So, ein Held wurde befördert. Tierfreundschaft ist immer nice. Naturwiderstand, auch schön. Wunderbar. Meint ihr Wut an? Eine kleine Armee oder Gold? Kann ich eure Truppen unbedingt nehmen? Ja, ihr seid mir noch zu gefährdet.
Wahrheit. Ich trau mich euch allein zu lassen. Das zählt mir zu, wenn ich euch verliere. Aber ich spreche euch irgendwann, Freunde. Irgendwann. So, wer hat noch viele Bewegungspunkte? So, klar, dass die da stehen. Von dem bin ich ja, wie ihr schon gemerkt habt, nicht wirklich Fan. Was? Ich kann euch nicht bekehren? Okay, wollte ich gerade sagen. Wieder ein Problem weniger werden. Ja, wir ziehen jetzt alles zusammen dann für unsere epische Schlacht. Ja, danke für die Erfahrung. Ich nehme die. So, okay. Du gehst, oder ihr geht wieder in die Richtung. Ihr würdet dir dann folgen, sobald es geht, ja? Ist auch hier hinkommen. Führer auf Level. Ach, du hast ja das noch nicht mal. Okay, machen wir ein bisschen weniger Unterhalt. Nice. Mehr Geld? Ja, nee. So, das muss dann da bleiben, das stimmt. Okay, gut. Sehr schön. So. Wir fangen jetzt schon mal ein bisschen an. Zwar zwei Volltrachen. Wir sollten das Ding quasi alleine beschützen können, wenn die mal so weit sind. Gut, dauert ewig. Drachen brauchen halt lang. Aber das ist wert. Solange müsst ihr hier noch wachen. Kriegt ihr auch alleine, braucht die anderen nicht dazu. Wow, das sieht so toll aus, oder? So, ihr habt eigentlich nur einen Distanzkämpfer, das heißt, dass ich mich da schön ein bisschen aufbauen kann. Ja, wir sind hier, ist klar. Toll ist natürlich, wenn wir die Mumpfe verspotten könnten. Dass die ein bisschen Rambazammer bei ihren eigenen macht. Ich will ehrlich sein, ich habe sie doch nicht für wahrscheinlich gehalten. Ach, du hast sogar Tierkontrolle? Das heißt, wir können uns eventuell den Kreis. Adler? Sehr viel. Okay, sehr viel. War das gut? Nein, war es nicht. Okay, passiert. Sehen wir sie weiter?
Okay, gehen wir logisch vor. Wenn ich den haben möchte, muss ich den frei bekommen. Das Einhorndorf zichte ich gerne. Also machen wir Einhorn-Ragu erstmal. Du versuchst ihn zu holen. Sehr schön. So, jetzt muss ich entscheiden, Luffy, die kann auch verführen. Oder ihr mit euren schönen Distanzangriff. Hast du was mal? Auch nice. Außer Reichweite ist glaube ich nicht. Ich glaube eher nicht möglich. Ah, seht ihr? Hab ich gewusst. So. Na dann, doch mal super. Direkt. Du kommst nicht bis hier, oder? Doch, doch, doch. Yay. Yeah. Cool. Haben wir doch bald eine neue 6er-Gruppe zusammen. Würde ich sagen, steuern wir direkt darauf zu. Oder da. Das heißt, wir gehen erstmal zwei Schritte. Das sehen wir uns an, wenn es weit ist. So, ihr werdet erstmal nicht mehr rein optisch gesehen verfolgt. Schafft ihr. Langsam, wie ihr seht, die Schlinge um den Gegner etwas enger. Klar müssen wir aufpassen. Das dürfte auch nur eine Frage der Zeit sein, bis er dann natürlich mal klein beigibt. Wenn er erschüttert ist, müsste ich unser jetzt höher sein. Hat er jetzt keine Lebenspunkte mehr? Aha, er hat doch noch irgendwie Lebenspunkte. Okay, das soll man dort schauen und ihn machen. So, wir blocken ihn aus. Theoretisch kannst du noch greifen, das ist recht gut. Komm, Futter! Ach, ich hab's schon nicht gesehen. Entschuldigung. Wollte ich nicht missachten. Oder ich den Kill. So, wer ist jetzt noch feindlich? Du. Ungeschubst, fertig. Haben wir nichts bekommen? Ach, wir könnten was kaufen. Also jetzt ehrlich gesagt nichts dabei, was ich wo ich jetzt direkt sagen würde, wow, endlich, darauf habe ich gewartet. Ist eher so, would be nice to have, but I don't need it. Okay. Der ist wahrscheinlich clever genug gewesen, jetzt die ganzen Herzen zu holen. Ach, der hat meine geweihten Städten zerstreut. Brauche ich ja gar nicht mehr hier schauen, sondern kann sie direkt neu craften. Zauberbuch öffnen. Geweihte Städte bitte. Ja, ich habe schon gesehen, da steht er auch schon wieder rum. Und guckt böse in der Gegend rum. Wir wollen erstmal hier hingehen zum Linsen. Schaffen wir, was gibt's da? Die Armee erhält eine Stufebeförderung, das heißt, da sollten wir mal komplett drauf rutschen.
Immerhin sind das quasi drei. Alter. Ist ein schönes Geschenk. Ich auch nicht gesehen. Bis er klein beigibt. So. Gefalle ich dir nicht? Okay. Vielleicht gefällt er dir besser. Ach, niemand gefällt euch. Spielt jetzt keine Rolle. Jeder darf mal, wer will noch mal, wer hat noch nicht. So, wieder schubsi pupsi. Alle Level up. Nice. Ach, das tut gut. So, natürlich Immunität. Nehmen wir. Oh, ja, 12 Punkte haben für das Wichtige. Ja, nachher die Kriegsführung. Sehr schön. So, 6 Punkte. Heiliger Krieger für jeden, oder? Ja, das ist auch okay. Perfekte Aufmerksamkeit. Geht diese Einheit zu Flammenwürfen nicht möglich. Ist nicht schlecht, keine Frage, aber für die Gruppe hilft es nichts. Ja, wenn ich den Rest sehe, hat zwar auch noch ein paar schöne Sachen, aber darauf sparen wir jetzt am liebsten. Ja, wir sind soweit schön. Ernsthaft, das werdet ihr nicht wagen. Nehmen wir. Willkommen, neue 6er-Gruppe. Können wir so ein bisschen umstellen eigentlich? Distanz, Distanz. Du bist auch Distanz, ne? Nee, Nahkämpfer, okay. Kann nämlich ein Held rüber. Und die schön mitbuffen. Okay. Ihr jagt immer noch meinen Helden. Wisst ihr was? Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Achso. Ihr könnt nicht einen Einzug dahin kommen, glaube ich. Aber ihr versucht es trotzdem. Ja, später, weil ich es jetzt nicht kann. So, was haben wir da? Okay. Das dürfte sich auch quasi alleine erledigen. Was ist das? Grimbeer. Ja, das ist schon eine Stärke. Cool. Was man macht hier? Quell des Lebens. Oh, ich gehe jetzt ab hier tatsächlich nicht so gut. Ja, manuell kämpfen müssen wir. So. Meine Armee unnötig fehlen.
Ja, wie gesagt, sobald die Drachen hier fertig werden. Mach mal ernst, Leute. Du kannst schon mal mit hier rein. Du machst dich nämlich hier drin so viel deutlich zu. Ja, ihr wartet trotzdem. Vorbereiten können wir schon mal den Scherben wieder. Warum habe ich eigentlich Schaden? Also von der Kampfkarriere. Das erscheint mir nicht. Interessant auch, dass der Gegner anscheinend immer genau weiß, wo wir stehen. Achso, ihr seid nicht eingeschifft, ist auch korrekt. Sache ist die, es wäre eine Gelegenheit, ihn anzugreifen. Er hat Schaden. Die Gruppe ist nicht mit Helden. Werden könnten bei mir, meine haben nicht den Eingeschiff-Malus, höchstens meine Helden. Eingeschifft. Okay, ihr habt den Malus. Wisst ihr was? Wir versuchen das mal. Ich bin da recht optimistisch, muss ich gestehen. Machen wir mal einen Sicherheitssafe. Nur falls es schief geht. Ja, mach mal. Eins, zwei, drei. Kampf trainiert und deswegen nicht quasi zaubern mit seinem Zug zu verbinden. Über ein Ladungsschiff verfügen. Du bist mir sehr schwach. Ich bin ganz gut.
Quest versuchen wir mal Fang zu gewinnen. Wirklich. Schön erstmal die Verteidigung bauen. Bis 28. Okay, versuchen wir es mal. Ja, hat nicht gereicht. Es wird eher auf den schießen, wenn er sich umdreht oder so. Okay, auch eine Möglichkeit. Schon schlechter, aber für uns ein Vorteil. So, wenn wir ganz clever sind, kriegen wir euch dazu ein bisschen von hinten. So, du machst einfach mal einen kleinen Flankenangriff hier. Du kommst sogar hier hin, das ist noch schöner. Dann kannst du nämlich ein bisschen den ärgern. Abzug für Entfernen. Wie viele Felder müsste ich denn ran, damit ich den Malus nicht mehr habe? Wahrscheinlich zu viele, würde ich mal unterstellen. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt ran. So, 8, 10. 10 bis zu 15. 8 bis 11 bis 13. Das ist noch das Beste. Und hier 11 bis 17. Oh, 11 bis 17. 11 bis. Das ist noch besser. Das ist nämlich ganz unfair, wie ihr seht. Wir tun ihn quasi totflankieren. Einziger Nachteil bei denen hier klappt es jetzt nicht. Den Goldwürfern werden wir aber opfern dürfen. Weil er kann auch ohne Einschränkung den angreifen. Wohl. Nö, das soll er machen. Wenn er es meint. Er kann sich nicht bewegen ohne Kontakt zu geben. Auch kann den Problemus killen, aber den Scherruf zu ersetzen, ist kein Ding. Dadurch gibt es jetzt die Möglichkeit, ihn wieder zu flankieren. Und weg ist er. Ja! Okay, haben wir schon einen großen Teil seiner Streitmacht genommen. Was haben wir verloren? Nur dem Scherub rein technisch, weil die Helden wieder auferstanden sind. Oh, toll. Ja, na, das ist doch schön. Oh. Können wir nochmal zurück? Okay. Den Zug auffrisch dafür. Dich nehmen wir an. Das heißt, hier ist dann ein weiterer der Kuschelgeist. Deine Punkte kümmern wir jetzt natürlich. Standortaufbau. Sichtweite liebe ich sehr. Tierfreundschaft ist auch toll, aber haben wir für den Rest nichts mehr, ne? Rein mit dir. So, nach der zornigen Götter, das ist toll. Tempel Observatorium. Die Trim, das nehmen wir. Observatorium. So, Schreckspinni. Deine Aufgabe ist es, hier hinzukommen.
die sprechen wir erstmal ab. Der letzte geht hier auch noch rein. Dann können die sich nämlich erstmal verteidigen. Weißt du was? So schnell kommt ihr hier nicht mehr ran. Dann kommst du mal direkt entgegen. Schaffen wir noch einen Schritt? Nee? Okay. So, genau. Ihr wollt hier hin und ihr zieht hinterher. Okay, ich würde sagen, das reicht erstmal wieder. Nächstes Mal, da wir jetzt die große Truhe besiegt haben, werden wir uns die Stadt, denke ich mal, mit hoher Wahrscheinlichkeit holen können. Vielleicht auch dann den Rest. Immerhin hat ein Großteil seines Militärs aufgegeben. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich. Wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche, was auch immer ansteht. Und hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es dann weitergeht. Tschüss!